Boah, guck mal. Ich habe da was ganz Besonderes am Start. Und das packe ich jetzt gemeinsam mit dir mal völlig unorthodox, wie ich so bin, aus. Du hast es vielleicht schon an der Überschrift gesehen. Okay. Boah. Geil. Rechnung. Aufgepasst, ich starte in den Micro Four Thirds Sektor mit der EM10 Mark IV. Sieht nice aus, sieht klein aus und genau darum geht es mir. Dazu habe ich natürlich einmal das Kit-Objektiv hier, das 14-42-3556-2R, schräger Name, und eine richtig schicke Linse, die 45mm 1.8. So, als erstes natürlich mal die Kamera auspacken, damit du gleich sehen kannst, wie schön die ist. Also es gibt natürlich auch Gründe, warum ich mir das Ganze hier gegönnt habe. Ich muss ehrlich sagen, Fuji, so gern ich Fuji habe, ist mir einfach ehrlich gesagt zu teuer, ja? Also wenn ich überlege, ein Kamerabody, ja, richtig cool, kostet aber 1.500 € mit einem Objektiv oder auch 1.500 € oder noch mehr ohne Objektiv. Das ist übrigens eine riesige Anleitung. Ja, ist einfach schon viel Money. Und hier ist sie. Boah, guck mal. Das, ganz ehrlich, die ist so cool. Die sieht so retro aus, ne? Gefällt mir total gut. Gucken wir uns gleich im Detail an. Ich will natürlich gucken, was noch mit am Start ist. Dann haben wir hier unter der Schachtel nichts mehr. In der Schachtel auch nichts. Aber hier haben wir noch was drin. Nämlich so vier, fünf Dinge. Ja, und das gehört zum Lieferumfang neben einer Menge Papier natürlich ein Ladeadapter, ein 1210 mAh Akku, ein schmuckes Bändchen, natürlich hier so ein Stromkabel für das Ladegerät und, was ich ein bisschen komisch finde, wir sind in 2024, es ist ein Micro-USB-Kabel. Ja, gut, komm, was soll's sein? Kann man auch mal machen. Ich stehe einfach total darauf, wenn eine Kamera so ein analoges Feeling vermittelt. Guckt ihr mal hier die alte EXA 1A an. Ja, und es sieht halt einfach schick aus, dieses Schwarze mit dem Silbernen. Und es macht einfach einen Fashion-Eindruck. Und ich liebe auch, wenn du so Drehknöpfe hast oder alles so ein bisschen einfach alt und analog aussieht, ohne dass es wirklich alt ist. Und dafür gucken wir uns die Kamera einfach mal ganz genau an. Die ist auch, wie du siehst, nicht wirklich groß. Hier vorne hast du den Knopf, um das Verschlussbajonett zu öffnen. Unten drunter ist die Stativschraube, die auch meines Erachtens endlich mal gut angebracht ist. Nicht hier, nicht da. Du kannst auch die Klappe öffnen. Was mir direkt und sehr gut aufgefallen ist, dass hier an der Klappe ein kleines, ja, wie soll man sagen, so ein kleiner Ausschnitt ist. Das heißt, würdest du die Kamera mit festem Strom versorgen, kannst du das Kabel rausführen und die Klappe dann trotzdem noch schließen. Finde ich super gelöst von Olympus. Akku und eine SD-Karte kommen hier rein. Akku lege ich gleich ein zum Einschalten. Was mich ein bisschen stört, aber das ist auch wirklich Geschmackssache, ist das Geräusch, ja? Das heißt, diese Dinger hier klappern, aber man kann sie auch entfernen. Gucken wir uns das ganze Display mal an. Hier hinten, du kannst das Display um 180 Grad nach unten, wofür auch immer, also theoretisch zum Vloggen oder so, ja, umklappen. Ob das jetzt praktisch ist, weiß ich nicht. Aber was ich praktisch finde, ist, dass du das Display so klappen kannst. Das heißt, du kannst tatsächlich sehr niedrig fotografieren und hast trotzdem dein Motiv im Blick. Dazu hast du natürlich noch einen elektronischen Viewfinder, also ein Okular, finde ich richtig gut. Hier kannst du auch noch einstellen, plus, minus, wenn du einen Dioptrienausgleich brauchst. Das hier sind Menütasten. Wirklich
ganz schön strukturiert, eine schöne Daumenablage. Hier oben hast du auch nochmal einen Fokusknopf. Also du hast überall richtig praktische Drehknöpfe. Einfach hier auf M stellen oder auf P wie Profi. Kleiner Spaß. Dann hast du hier den Einschalter, der auch gleichzeitig den Pop-up-Blitz nach oben schnallen lässt. Also ist wirklich sehr, sehr gelungen. So, und jetzt kommt das Premium-Objektiv noch an den Start, mit dem ich auch gleich einen Testfilm machen werde, dem ich dem 45mm 1.8. Das hat natürlich eine Vergleichsbrennweite zu Vollformat mit 90mm. Was haben wir hier alles drin? Gar nichts. Einfach eine Menge Plastik. Das Objektiv selber. Okay, ein bisschen Papierkram, brauchen wir jetzt nicht, aber das ist halt wirklich, wirklich klein. Das ist echt niedlich, wenn du dir mal ein Objektiv im Vergleich anguckst. Guck mal, das hier ist das 24-105er von Sony, ja? Also das ist unglaublich klein, niedlich. Und wenn du sagst, okay, wie sieht es denn mit so einem Vollformat-Objektiv aus? Guck mal, das ist ein 24-35er 2.0 von Sigma. Eine geile Linse, hat jetzt hier nichts mit Olympus zu tun oder Micro Four Thirds, aber das ist halt echt niedlich. Und das ist hier die Objektivöffnung vorne. Das finde ich total klasse. Also das ist echt schnuckelig. Hier haben wir noch so ein bisschen Folie dran, die muss mal ab. Wobei ich das Blau ganz schick finde, ne? Aber gut, sehr wahrscheinlich soll das ab. Sehr wahrscheinlich gibt es auch eine bessere Technik, als das hier so abzufrickeln. Der eine oder andere wird sich richtig freuen, dass ich die Objektivdeckel hier gerade so offen lasse, vorne und hinten. Naja, was soll schon passieren? Also, Knopf gedrückt. Gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Das hier ist der Olympus-Sensor. Micro Four Thirds. Finde ich jetzt niedlich. Das heißt, Objektiv drauf. Ah, das rastet auch sehr, sehr schön ein. Man sieht halt echt sehr stylisch und retromäßig aus. Also ganz ehrlich, ich habe die wirklich schon jetzt schon lieb gewonnen. Das Auslösegeräusch ist sehr, sehr nice. Display hinten hell. Der Autofokus sitzt wirklich sehr, sehr gut. Schade finde ich, dass sie keinen Mikrofoneingang hat. Also keinen externen Mikrofoneingang und USB-C leider nicht verbaut worden ist. Aber ansonsten, natürlich, klar, ist viel Plastik, ne? Guckst dir an, es ist alles Plastik. Die Linse ist Plastik, der Kamerabody ist Plastik. Aber das Ding wiegt halt auch wenig. 5 Achsen Stabilisierung hier innen drin. Wirklich sehr, sehr geil. Aber viel wichtiger als meine Meinung ist deine Meinung. Wie findest du die Olympus? Was sagst du zu dem Micro Four Thirds System? Oder sagst du, oh nee, oder sagst du, boah ja, das interessiert mich total. Also, schreib das bitte in die Kommentare rein. Ich nehme die Kamera jetzt auf jeden Fall nach Berlin mit, denn ich möchte gerne ein bisschen Street Photography machen. Und welche Stadt ist cooler als Berlin? In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Tipps, Tricks und Fragen rund um die Kamera gerne in die Kommentare. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned.